Ja, die Frau Kuck-Oberlader ist eine Lehrerin an der Eugen-Gauß-Realschule und hatte ihre Schülertheater AG schon vorher gehabt. Und daraus entstand dann wohl die Idee mit dem Projekt dieser Migrantentheatergruppe. Und von daher bringt sie also auch schon Erfahrung mit, auch sowohl in der Leitung, in der Führung, eine ausgebildete Theaterpädagogin. Und versteht es also auch, uns alle zu motivieren, anzuleiten und auch den Teamgeist zu fördern, das Wir-Gefühl. Man wächst darin und es macht einfach Spaß, das Miteinander hier zu sein. Mich hat es halt inspiriert, wie die hier spielen und dass alle halt befreundet sind und dass es Ältere und Jüngere gibt und dass man sich versteht. Ja, ich bin seit einigen Jahren hier bei dieser Gruppe, bei dieser Theatergruppe. Für mich als Seniorin ist es natürlich auch ganz besonders hübsch, mit all den jungen Menschen zusammen zu sein. Wir sind ja jetzt beide in die Fünfte gekommen. Da sind wir halt in die gleiche Klasse gekommen. Und dann fand ich es halt richtig cool und habe da halt mitgemacht. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich da mitmache. Ich bin seit 3 Jahren dabei, weil meine Mutter ist, glaube ich, seit 4 Jahren dabei und dann bin ich halt mal mitgekommen und dann fand ich das cool. Also wenn Sie jetzt, ich weiß, die Anna hatten Sie glaube ich noch nicht, wenn Sie die mal sehen, wie die jetzt spricht und die hätten Sie mal am Anfang erleben sollen. Also das ist, finde ich, ein Musterbeispiel. Am Anfang eher schüchtern, zurückhaltend, wenig integriert, auch mit der Sprache noch sehr unsicher und jetzt sagt sie, spricht sie frei und selbstsicher und kommt aus sich raus. Ja, sehr viel gebracht und ich bewundere immer unsere Leiterin Brigitte und ihre Tochter. Wie viel Mühe geben sie? Also ich hatte das Glück, dann mit meiner Mutter da in die Regie gehen zu können. Was mir von Anfang an super Spaß gemacht hat, war es einfach, dass es so viele unterschiedliche Leute sind. Also wir nehmen nie ein fertiges Stück, sondern wir schreiben das Stück quasi für unsere Mitspieler. Und die dann wirklich zum Teil auch sehr stark aus sich rausgehen und wir immer wieder fasziniert sind, was sie sich trauen. Denn es gehört ja schon was dazu, sozusagen nicht die Rolle anzunehmen, die man halt im Alltag spielt, sondern bewusst eine andere. Natürlich freuen wir uns über Zuschauer. Und wenn wir mit dieser Ehrung Zuschauer bekommen, sind wir natürlich sehr glücklich. Das ist ganz klar.